Und wenn man jetzt auf gesellschaftlicher Ebene manifestieren könnte oder wollte, stelle ich mir die Frage, wie diese aufkommende Tyrannei, ja, die wir durch unsere unbewusste Kommunikation manifestieren, wie kann diese Tyrannei durch Manifestation verhindert werden? Moin Moin und herzlich willkommen zum Format Das Gesetz der gesellschaftlichen Resonanz. Worum geht es in diesem Format? Nun, ich möchte in diesem Format möchte ich Phänomene thematisieren, die ich in der Gesellschaft beobachte, die, ich sag mal, durch unbewusstes Manifestieren zustande gekommen sind. Ja? Und ich möchte als solches auch darlegen, warum Manifestationen, Affirmationen, all die Dinge, die dazugehören, warum diese Dinge die aufkommenden Probleme am Horizont nicht werden lösen können. Ja? Es geht mir, und das möchte ich an dieser Stelle auch betonen, nicht darum, manifestieren und Co. moralisch zu verurteilen. Ja? Emotional und moralisch will ich das nicht verurteilen, so nach dem Motto, das ist böse. Nein. Ich möchte eher einfach nur die Konsequenzen aufzeigen und es dann jedem selbst überlassen, ob er am Manifestieren oder an den Affirmationen zum Beispiel festhalten möchte oder ob er bereit ist, einen anderen Weg einzuschlagen. Ja? Das ist ja jedem selbst überlassen. Der freie Wille soll mir heilig sein. Gut, jetzt ist heute das Thema Fastfood-Kommunikation. Der ein oder andere von euch, der vielleicht die vorigen Episoden schon gesehen hat, ja, der wird mitbekommen haben, dass ich über Manifestation, sage ich jetzt schon, über Kommunikation das eine oder andere Wort schon verloren habe und welche, ja, Dinge ich dort beobachte. Jetzt habe ich den Begriff Fastfood-Kommunikation auch deshalb gewählt, weil Fastfood ja als solches für etwas steht, was sehr schnell ist, einfach, am Ende aber auch ungesund und es ist eine unbewusste Konsumtion, ein unbewusster Konsum. Und das, was dann auch noch dazu kommt, ist das Erschreckende, wenn wir uns die Werbung oder soll ich sagen Propaganda, wenn wir uns die anschauen. Wenn für eine Fastfood-Kette Werbung gemacht wird, sind es in der Regel keine wirklich, na, ich sag mal, vollschlanken Menschen. Ja? Es sind Models. Dünner Körperbau und das suggeriert dann, okay, Fastfood könnte gesund sein, schadet meinem Körper überhaupt nicht. Das Gegenteil ist, wie wir ja alle wissen, doch der Fall. So, und das Gleiche ist bei der Kommunikation, die wir sozusagen hier über die digitalen Medien, über die sozialen Medien wählen. Das Gleiche ist bei der Kommunikation der Fall. Es ist auch Fastfood-Kommunikation oder Fastfood-Konsumtion. Ja? Aber Fastfood wird hier auch kommuniziert. Gut, ich habe des Weiteren auch thematisiert, dass das Ganze ein wenig transhuman ist, weil, wenn ich ehrlich bin, kommuniziere ich jetzt gerade gar nicht mit euch, sondern eigentlich mit der Kamera da vorne. Und in gewisser Weise werde ich dazu genötigt, bei diesem, ja, bei dieser Entmenschlichung mitzumachen. Und wenn wir dann vielleicht auch nochmal zurückdenken an das, was ich bereits schon gesagt habe über das Milgram-Experiment, ja, Abstraktion tötet, das ist statistisch daher nachgewiesen worden in einer, ja, Variation des Milgram-Experimentes, das mit abnehmender Beziehung, ja, zwischen Lehrer und Schülern, dass der Lehrer dann eher bereit ist, den Schüler zu töten, dass wir da eigentlich sehen konnten, okay, Abstraktion in Beziehung, das tötet. Ja? Und wir alle finden diese sozialen Medien und diese YouTube-Videos, die finden wir so toll und die sind dann auch so schön aufgemacht. Wie gesagt, schöne Werbung. Ja, schöne Werbung. Und das ist etwas, wo ja auch sich sehr viele herumtummeln, die über Manifestation und Affirmation und dergleichen sprechen. Und diese Kommunikation haben wir unbewusst und sozusagen manifestiert. Ja? Und wo dann auch sehr viel Selbstdarstellung oder auch sogar Narzissmus dann mit dabei ist. Und diese Narzissten, wissen wir auch, die haben ein Problem mit Beziehungen, sind in gewisser Weise beziehungsunfähig. Da haben wir es quasi schon wieder. Ja? Und wer dann vielleicht schon mal mit einem Narzissten in einer Beziehung war, weiß vielleicht auch oder hat vielleicht am eigenen Leibe gespürt, das ist eigentlich ein Energievampir. Und er kann ja auch sehr tyrannisch werden. Und dann sind wir auch schon beim nächsten Punkt. Ja? Weil die Art und Weise, wie ich jetzt zum Beispiel zu euch kommuniziere, ist
eine Einbahnstraße. Wenn man es möchte, von oben nach unten, top-down, diktatorisch. Ich sage und ihr habt gefälligst zuzuhören. Gut, ihr könnt vielleicht hier und dort in den Kommentaren noch ein bisschen was erzählen, aber wen interessiert das? Ja? Entschuldigung. Was wir außerdem auch beobachten können, ist bei dieser Art und Weise, wie wir kommunizieren, dass wir uns sehr gerne über andere Menschen lustig machen, dass wir gerne pöbeln, dass wir Sensationen nachlaufen. Ja? Und teilweise sind es ganz unwichtige Dinge. Es hat etwas Infantiles. Und wenn wir schon bei den beim Infantilen sind, was wir auch beobachten können, dass wir mittlerweile unsere Kinder mit diesen sozialen Medien, mit diesen digitalen Kommunikationsmitteln sozusagen ruhig zu stellen versuchen. Und wo wir dann ganz gut beobachten können, wie wir eigentlich es zulassen, dass den Kindern das Geistig-Seelische eigentlich abgesprochen, dass es aus ihnen herausgesaugt wird. Wie gesagt, wir sind bereit, einander zu töten. So, wenn wir uns das Ganze einfach mal so vergegenwärtigen, dann ist das da draußen doch ein ganz schönes Haifischbecken, ja? Wo jeder sich selbst der Nächste ist. Jetzt beobachten wir parallel dazu auch noch, dass die gesellschaftlichen Strukturen ja eigentlich auch in sich zerfallen. Demokratie, was ist das eigentlich? Die Gräben zwischen uns, wenn man so möchte, eigentlich immer, gehen immer weiter auseinander. Ja? Es gibt Unwillen, miteinander zu reden. Es gibt auch die Unfähigkeit tatsächlich, ja, das trainieren wir uns sozusagen damit an, dass wir miteinander reden können, weil wir immer nur im emotionalen, moralischen drin sind und gar nicht mehr auf der sachlichen Ebene diskutieren können. Und ja, wenn man dann nochmal zurückschaut, Platon hatte damals ja auch gesagt, die zweitletzte Stufe der gesellschaftlichen Degenerierung, das ist die Demokratie und darauf folgt die Tyrannei. Ja. Jetzt könnt ihr natürlich das auch emotional moralisch verurteilen, wenn ich das schon sage, aber wir können uns einfach mal vergegenwärtigen, was in der Demokratie, was dort eigentlich für eine Verführung drin liegt. Ich meine, bei allem, was sie uns vielleicht an Selbstvertrauen gebracht hat, unsere Meinung frei zu äußern, liegt darin gleichzeitig aber auch die Verführung, dass wir unsere Meinung über die Meinung unserer Mitmenschen stellen. Ja? Und wer eine andere Meinung sagt, der ist nicht nur doof, nein, der muss aus dem Weg geräumt werden. Wie gesagt, wir sind bereit, einander zu töten. Und dann sind wir sehr schnell in dem Diktatorischen, in dem Tyrannischen. Das heißt, die ganze Kommunikation, die wir hier betreiben, ist eigentlich der Nährboden für Tyrannei. Ja? Und dann können wir uns sozusagen zwischen all diesen YouTubern, die sich vielleicht dann hervortun werden, wenn diese Demokratie eines Tages zugrunde gegangen ist, welchem YouTuber wir alle sozusagen folgen wollen oder auch folgen müssen. Ja? Und wenn wir uns das einfach vergegenwärtigen, sind wir hier in einem Teufelskreis der Ideologien und der Traumatisierungen gelandet. Ja? Jede Ideologie misshandelt die Mitmenschen, ob nun auf geistig, seelischer oder auf körperlicher Ebene. Und lässt Traumatisierung zurück. Wir spalten uns von der Wirklichkeit ab und sind dann automatisch in der nächsten Ideologie mit drin, dass wir in einer Vorstellung von einer Welt leben, die eigentlich gar nicht, ja, die Wirklichkeit wirklich repräsentiert. So, und jetzt die Frage, wie kann Manifestation dieses Problem der aufkommenden Tyrannei, wie kann Manifestation dieses Problem lösen? So, es ist ja ein gesellschaftliches Thema. Und da stelle ich mir als erstes die Frage, wer da draußen, der das Manifestieren praktiziert, manifestiert tatsächlich für die Gesellschaft und nicht nur für sich im egoistischen Sinne? Wer denkt da wirklich an die Gesellschaft? Das ist die erste Frage. Und wenn man jetzt auf gesellschaftlicher Ebene manifestieren könnte oder wollte, stelle ich mir die Frage, wie diese aufkommende Tyrannei, ja, die wir durch unsere unbewusste Kommunikation manifestieren, wie kann diese Tyrannei durch Manifestation verhindert werden? Oder wie sehe so etwas aus? Ich stelle mir, also mir fällt nichts anderes ein, vielleicht fällt euch ja was anderes ein, aber ich sehe dann diese Manifestation auch nur als eine weitere Tyrannei, die Tyrannei davor sozusagen abzulösen versucht. Also,
wie wollen wir weiter verfahren? Weiter mit der Manifestation oder probieren wir vielleicht einen anderen Weg? Viel Spaß. Tschüss.